Ganz im Zeichen von jungen Künstlerinnen und Künstlern ist gestern Abend der Saisonauftakt im Musikverein für Steiermark gestanden. Zu Gast waren Teilnehmer der Sommerakademie der Wiener Philharmoniker und zwar mit einem Werk von Wolfgang Amadeus Mozart. So machen sie es alle, meinte Mozart. Bei der Sommerakademie der Wiener Philharmoniker jedenfalls wurde fleißig geprobt, um gestern mit Gesangsstudierenden eine konzertante Così fan tutte zu präsentieren. Wir haben eine Woche, ich sage zu meinen Jungen, wir waren kaserniert, zusammen in einem Hotel, zusammen in einer kleinen Bühne bei Salzburg im Odeon und haben das Stück wirklich einstudiert mit Regie und allen Regiedetails. Und ich glaube, das Wichtige ist passiert, es haben alle Seiten voneinander gelernt. So auch der steirische Orchesternachwuchs. Es ist eine große Ehre, mit Koryphäen wie Michael Werber zu arbeiten. Auch bei den Geigern haben wir Musikern von den Philharmonikern dabei und es ist unglaublich, ein Teil dieses Orchesters zu sein. Das ist etwas wie die Trauben, die man nachher bekommt, weil man übt die ganze Zeit in einem kleinen Zimmer und sowas macht einfach hauptsächlich Spaß. Das Üben hat sich wahrlich gelohnt und junge Talente werden beim Musikverein heuer des Öfteren den Ton angeben. Ob das jetzt Olga Scheps ist im Solistenzyklus oder auch im Orchesterzyklus natürlich auch eine junge Geigerin, auf die ich mich besonders freue, Johanna Bichelmeier, eine Steirerin, die jetzt in der Akademie der Berliner Philharmoniker spielt und hier im Orchesterzyklus erstmals auch auftreten wird. Der Saisonauftakt ist bereits mehr als gelungen.